Hey ihr Kapuzenträgerinnen und Träger, willkommen zurück zu Elden Ring. So, dieses Mal will ich euch nicht auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt mal hier durch das Portal und schauen uns mal an, was hier wartet. Und erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid und das mit mir erlebt. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen gespickt, wo der dritte Schlüssel ist. Fallenes Pharum Azula. Alter, was? Was? Was ist das denn hier? Das ist ja krass. Ah! Alter Schwede, ist das vielleicht schon so das Endgebiet? Oder so, wie ihr so schön sagen würdet, das Midgame-Gebiet? Ach du holy moly. Da fliegen Drachen rum, oder? Alter Schwede. Das sieht so gut aus. Aber war es das? Nee, ich kann da noch runter. Alles klar. Ich dachte schon, das war's jetzt einfach. Kannst du mal gucken und dann wieder heimgehen. Geh mal gucken und hau ab. Sind überall... War das Knochen? In solchen Fassungen, als wäre das ein Sarkophag? Ich weiß auch nicht. Klasse. Oh ja, es sind Knochen von irgendwelchen Viechern. Ja, nicht sterben bitte. Ey, seid ihr aus Sekiro oder was? Alter. Muss mir doch erstmal wissen, was ihr macht. Lass mich doch mal. Ah, oh, seht ihr aber auch aus, die Viecher. Ja. Irgendwie ist ja alles bevölkert von Halbmenschen. Kann das sein? Ja toll, wo war ich denn jetzt? Aber wenigstens ist das Wetter jetzt aufgeklärt. Vorher war es so neblig und jetzt ist es echt schön. Das war der. Nee, der ganz unten, den habe ich aufgemacht. Alter Schwede. Ja, also wie gesagt, ich werde mir den dritten Schlüssel auch noch holen. Da war ich sogar schon unterwegs, da wo es den dritten Schlüssel gibt, Leute. Das ist in der Zaubererstadt. Ja, in Celia bei Kellet. So. Wie geht's nochmal hier? Hup. Hup. Und... Wo sind meine Seelen? Da unten wahrscheinlich, ne? Bah. Alter. Hör mal auf, jetzt so wüterig. Will ich runterfallen, danke. Alter. Was ist los mit dir? Ups, das war super. Meine Fresse, ey. Was habt ihr denn für komische, wütende Viecher? So, daneben geht's runter. Geht's hier noch weiter? Okay. Ups. Ich glaube, hier ist Ende, hä? Oh, der Drachenperlen-Talisman. Mann, diese Viecher. Oh, plus 1 war der. Okay. Das erhöht die Abwehrkräfte gegen alles nicht physische. Ist der ja, ne?
Oh Mann. Nee, das war's wohl. Ich denke, ich was verpasst habe. Geht's da vorne vielleicht noch weiter? Nee. Okay, und der liebe Sense hat mir geschrieben. Der Sensation, ich soll nochmal hier zur Festung Hyde gehen. Hyde? Und da mich westlich umschauen, weil ich hätte was gesucht. Alter, hier ist der Komet eingeschlagen, oder? Hat sich sogar die Gravitation komplett geändert, seht mal. What the? Kann ich da runter? Nee. Oh, sogar das Wasser hier. Ist das krass. Alter. Da geht's runter, ne? Warte mal. Kann ich da hin, ohne zu sterben? Ich bezweifle. Nee, kann ich. Aber hier ist nichts mehr, schätze ich mal. Noch so weit. Ich dachte, das wäre in Caelid gewesen, wo der Komet eingeschlagen ist. Oder geht's vielleicht doch runter? Warte mal, wir gucken mal. Liegt da was? Ah ne, das war die Sonne. Willkommen zu den Niagara Falls. Das ist die Höhle jetzt. Wow. Wow, wow, wow. Nicht da runter oder ist das so tief? Ich sehe es halt nicht gut. Wenn ich jetzt sterbe, ist kacke, aber. Oh ne. Geil, Alter, es geht hier doch runter. Hier sind einfach mal Katakomben. Wie hätte man davor da hinkommen sollen? Wahrscheinlich gar nicht. Meine Güte, das Spiel ist so geil. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Mal alles absuchen. Ist hier noch was? So baufällig und gefährlich aus hier. Ich muss gerade so grinsen, wenn ich das hier spiele. Das ist so gut. Klar, fett. Was zum... Nokron, die ewige Stadt. Alter, jetzt sind wir auf dem oberen Teil hier. What? What? Ja, Sense, vielen lieben Dank. Ich hätte das wahrscheinlich nie rausgefunden. Ohne Spaß. Was zur Hölle? Was ist das für ein Glibber da unten? Ich kratze so Anor Londo Flashbacks, wenn ich hier über diese Bögen laufe. Das ist lebendes Öl, oder? Yikes. Ups. Ah, das sieht ja scharf aus. Was denn? Silbertränenhülle. Bestimmt was zum Craften, hä?
Da, Silbertretenhülle. Findet man in der ewigen Stadt und ihrer Umgebung. Die verhärtete Hülle eines formlosen, als Silbertrete bekannten Wesens findet man in der Umgebung der ewigen Stadt. Material zur Herstellung von Objekten. Die Silbertrete verspottet den Tod selbst und wird permanent in neuer Form wiedergeboren. Vielleicht eines Tages sogar als Fürst. Glaubst du wohl selbst nicht. Ich bin der Fürst. Oh. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich schneide das mal raus, bis ich wieder hier unten bin. Sehr spannender Weg bis hierher. Ich sehe gerade, hier geht es auch noch rüber. Aber schaffe ich den Sprung? Das ist ganz schön weit. Nee, komm, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel Bammel vor. Das machen wir dann vielleicht später nochmal. Da traue ich mich jetzt nicht. Ich will nicht den Weg schon wieder runterlaufen. Ich komme hier noch irgendwie wieder rauf, aber... Hat auch wieder was so Demon's Souls-eskes gerade mit den Speer... Viecher. Oh, ich dachte, ich falle jetzt wieder runter. Mann! Oha. Ein Runenbogen. Ja, komm, ich benutze ihn. Ihr wollt's doch alle. Der Effekt ist ja auch ganz nett, ne? Ja. Komm da nicht mehr rauf jetzt, aber ist auch egal. Aha, ein Käfer. Das Käferchen. Passt ja gar nichts. Ist eigentlich die Frage, hat man die dann schon mal gesammelt vielleicht? Aber nichts mehr rauskriegt? Heranwachsender Schmetterling. Warte mal. Das, ja, der Brunnen, den kriege ich ja, ne? Wenn ich unten bin. Hier oben wird es wahrscheinlich keine Grazie geben. Ach nee, ey. Ich sehe schon, da geht's rein, aber dann komme ich ja nicht mehr zurück, ne? Warum sterben die eigentlich immer so komisch, die Leute? Das ist jedes Mal dasselbe. Die sitzen irgendwo am Rand oder halten sich gerade so am Rand fest. Das ist so witzig. Ah ja. So, nee, dann war's das wohl. Auch gar nicht gefährlich hier, ne? Wie alles umgekippt ist einfach. Wird ja jederzeit weiter rutschen. Ah. Da geht's halt ohne Scheiß auf den ganzen Vorplatz hier noch. Ich pack's nicht, ne? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich hier unten war, wie geht's hier noch weiter? Ah. Arschkekse sind wieder da. Oh. Oh. Da lag einfach mal noch eine Silbertränenhülle, okay. Hier auch. Sieht halt nicht sehr appetitlich aus, aber ich nehme es mit. Mein Motto, mein Lebensmotto. Sieht nicht sehr appetitlich aus, aber ich nehme es mit. Oh, muss man immer so tief fallen irgendwo. Ah, nicht sterben. Danke. Ich habe bisher nur eine riesige Rune bekommen, oder? Eine einzige. Wow. Das ist Zombies? Alter. Die sieht ja geil aus. Au. Genau ins Gesicht. Ah. Mir sticht's ein bisschen in der Wange. Was ist das denn? Oh yeah, darauf habe ich gewartet.
So, heilen muss ich ja nicht, alles gut. Es ist so krank. Nokron, die ewige Stadt. Da muss ja auch Blade irgendwo hier sein. Taubenetzte Herbar. Die gibt's nur hier unten. Wie kann die überhaupt Photosynthese? Ist ja auch egal. Ne? Frag mich das jetzt mal nicht. Also nicht laut. Oh. War das gerade ein Taunt? Wolltest du mich etwa anlocken? Guck mal, die taunten mich. Kannst du haben. Ah, ich kann dir nicht reiten. Mit dir am liebsten alle beim Ritt einfach umklatschen. Oh! Geistertalin-Lilienpflücker. So ein langes Wort, ne? Also ich auch nicht. Ich könnte auch ebenso gut. Ah, 3, 4 und Sprengstein, okay. 1, 2, 3. Könnte auch ein Schimpfwort sein. Du Geistertalin-Lilienpflücker. So wie Hafensänger. Ja, weiß ich nicht. Au! Au. Sag mal. Kommt mir fast so vor, als wolltet ihr nicht sterben. Ah. Oh, das ist wieder Glühwürmchen, guck mal. Ja, kommt in meine Tasche. Ihr wollt es doch auch. Der zweite Schlag eben, der hat gar nicht geklungen, also als hätte ich ihn nicht mal getroffen. Okay. Was sind eigentlich die Silbertränen gut? Ich habe bisher, glaube ich, noch nichts gefunden dafür. Also, ne? Ist ja immer so, man findet so viel Kram. Ich wurde auch gefragt, warum ich das nicht verkaufe. Warum sollte ich? Warum soll ich das verkaufen, Leute? Ganz ehrlich. Warum? Ich verstehe die Frage nicht. Kann man vielleicht ja nochmal brauchen, deswegen. Ich verkaufe hier bestimmt kein Zeug. Vor allem, wenn es auch nur 10 Runen dafür gibt, finde ich total. Es lohnt sich halt überhaupt nicht. Ich kann das sehr gut treffen hier, habe ich gehört. Noch eine Larventräne, geil. Also nochmal umleveln, wenn ich das will. Wie viel habe ich denn jetzt? 3, ne? Bist du jetzt 2 oder 3? 4! Alter! Okay, cool. Also habe ich jetzt insgesamt im ganzen Spiel schon 5 Stück gefunden. Das ist echt viel, wenn man überlegt, dass das Spiel... Ja gut, das ist halt auch ein sehr langes Spiel, ne? Muss man sagen. Länger als jedes Dark Souls oder... Bloodborne oder Sekiro. Oh, Asche der Schildsoldaten. Ja. Ja. Nicht so spannend. Das sind ja diese Typen, aber vielleicht taunten die einfach nur andere und das wäre vielleicht auch wieder ganz praktisch. Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit ruft ihr die Geister von 5 Großschildsoldaten. Die Geister von 5 Großschildsoldaten, die den Falkensturzrittern angehörten, einer Soldatentruppe, die einst die ewige Stadt erkundete. Und auch für immer hier blieb wahrscheinlich. Robuste Verteidiger mit stabiler Deckung. Trotz ihrer etwas plumpen Methoden arbeiten sie gut im Team und ziehen entweder die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich oder schleudern Geisterflammen aus der Nachhut. 5 Stück. Ich überlege, also könnten sich fast schon lohnen. Ich habe 76 FP. Aber ich habe die Wölfe plus 7, ne? Ja, komm, wir versuchen es mal. Ich brauche halt niemanden, der Schaden macht für mich. Ich brauche nur jemanden, der mir den Boss ein bisschen von den Hacken hält. Das wäre ganz gut. Also wenn ich sie mal rufe und... Also wäre dann auch für Mini-Bosse, ne? Weil ich habe eigentlich keinen Bock, die für richtig große Bosse zu rufen. Oh. Oh. Das riecht doch nach Abenteuer.
Na guck mal, da geht auch nichts durch. Das, wenn die auf den Schild hämmern. Und das machen die wahrscheinlich auch bei den Bossen dann, ha? Huh? So draufhauen und dann kommen die angerannt. Na? Boah, sieht so geil aus, Mann. Marika. Ah, ha. Ist dann aber auch hier noch weiter, bis auf dieses Plateau und alles und dahin? Alter Schwede. Ich gefühle gerade. Ey. Das ist so ein Peitschenschwert, ne? Ey. Du kannst ja mal gar nichts, also hör auf. Noch mehr von diesen. Das Peitschenschwert finde ich ziemlich cool übrigens, das haben wir ja selber. Oder theoretisch müsste es hinten noch weitergehen. Wenn wir das jetzt schaffen. Ich sag Runenbogen. Hey. Ah! Ihr Arschgeigen. Nicht witzig. Ich finde diese Oboen so toll, dieses Schön, ich liebe das. Oder Fagotte? Ich weiß es nicht. Hat sich vielleicht eher nach Fagott angehört. Oh ja, das gibt eine schöne große Arena. Hui. Ich komme. Alter Verwalter, am Ende ist es ein Hauptboss sogar. Ich wusste es nur nicht. Gar kein Boss. Lubbel ist es. Oh, was? Imitator-Träne. Alter, schon Shield Break. Ach Mist, eben hätte ich voll eine reinballern können. Voll geil. Alte Imitator-Träne, ey. Noch eine Larventräne und Silbertränenmaske. Und Imitator-Träne. Das war sogar ein Achievement wert. Alles klar. Silbertränenmaske. Oh, die gibt Arkan. Alter, 8 Arkan gibt die. Was? Eine Maske hergestellt aus den Überresten einer formlosen Silberträne und verstärkt mit ihrer gehärteten, abgestreiften Hülle. Erhöht deutlich eure Arkanenergie zu Lasten körperlicher Angriffskraft. Nun könnt ihr ein Wesen imitieren, dessen gesamtes Leben eine einzige Imitation war. Das Schicksal geht seltsame Wege. Okay. Das ist schon ziemlich geil. Find ich ja. Hallo? 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 Hä? Der Punkt ist irgendwie ein bisschen versetzt, wo ich die angeblich berühren können soll. Guck mal, ich setz mich mal demonstrativ weiter weg.
Da diese hier meine ich, die Heldenrune. Das ist die einzige, die ich glaube ich erhalten habe. Von der Größe. Ah, 7,5. Wie viel habe ich? Jetzt habe ich vergessen. 53? 58. Oha. 58.000. Sagen wir 59. War natürlich wieder eine Nullaktion jetzt, dass ich so viele benutzt habe, aber egal. So, 50 Stärke ist mein Ziel. Dann kann ich das Ruinenschwert mal austesten, das große, einhändig. Bin ich ein bisschen wild drauf, ne? Immer erst Ecken checken. Ihr wisst Bescheid, Ecken checken. Jaggen, gut. Wie weit geht das? Oh. Danke. Hoi, na gut. Wie gesagt, ich schätze mal, wir kommen dann noch hier hin. Bis hierhin geht das dann. Und hier ist ein NPC, habe ich mir markiert. Aha. Oh, ich kann reiten. Gut. Ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass das bald wieder geht. Was? Material? Ach, hier. Ah ne, ist ein Tier. Ich dachte schon, das wäre ein NPC. Ich habe gerade einen Trieb von einem Baum. Wie kommst du denn hier hoch, kleiner Hirsch? Wow. Hirschi, du darfst jetzt aber auch nicht dahin rennen, wo ich hinrenne, weil wenn du mir im Weg bist... Ja, ne? Wow. Wer hätte gedacht, dass es hier nochmal so weit geht? Also ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Ja. Wir wollen sie mir eigentlich noch davon geben, von den heranwachsenden Schmetterlingen. Die sind doch ach so selten, dachte ich. Oh, ein Geist. Na, was sagst du denn? Fürst des Blutes, Eure Eminenz. Ich flehe euch an, gewährt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Da drüben waren wir auch noch nicht übrigens. Lange lebe der die Morgwin-Dynastie. Lange lebe die Morgwin-Dynastie. Ich kenne nur Mogwai. Mogwai, Mogwai. Habt ihr gerade gesehen, diese... Das waren diese Ahnen, aber die hatten eine Schafsherde dabei. Geht das hier auch wieder mit den Flammen, dass ich da wieder einen Boss beschwöre? Naja, das würde ich sagen, sehen wir nächstes Mal, liebe Leute. Ich glaube nämlich, das hat irgendwas hiermit zu tun. Aber mal gucken. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren und wir sehen uns wieder zu Elden Ring. Beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.